Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Frankreich hat heute der 130 Opfer der Terrorattacken in Paris von vor einem Jahr gedacht. Präsident Hollande legte an den Anschlagsorten Blumen nieder und enthüllte Gedenktafeln. Selbstmordattentäter hatten am Abend des 13. November 2015 zunächst vor dem Stade de France im Vorort Saint-Denis mehrere Sprengsätze gezündet. Wenig später eröffneten Islamisten das Feuer auf die Gäste mehrerer gut besuchter Restaurants und Cafés im Zentrum der französischen Hauptstadt. Das letzte Ziel der Terroristen war die Konzerthalle Bataclan, wo gerade ein Rockkonzert stattfand. Dort erschossen die Attentäter 90 Menschen. Stéphane Albertini, Nick Alexander. Die Namen der Menschen, die im Konzertsaal Bataclan vor einem Jahr brutal ermordet wurden. Es ist ein Tag der kleinen privaten Gesten, der persönlichen Trauer. Emmanuel Bonnet. 130 bunte Luftballons steigen auf in den trüben Pariser Himmel. Frankreich gedenkt der Opfer. Es gibt keine offiziellen Reden, keine zentrale Trauerfeier. So hatten es sich die Angehörigen und Überlebenden wie Blaise Bilal Mokono gewünscht. Es ist wichtig, dass die Republik stark ist, dass man nicht aufgeben darf. Das ist die Botschaft dieses Gedenkens, auch wenn es wehtut. Unter starkem Polizeischutz war gestern Abend das Bataclan wieder eröffnet worden. Wir gedenken hier all jener, die vor einem Jahr ihr Leben verloren haben. Wir werden sie nicht vergessen. Mit diesen Worten eröffnete der britische Rockmusiker Sting das Konzert im renovierten Bataclan. 1500 Besucher, darunter auch viele Angehörige und Überlebende, gedachten der Toten. Sie feierten aber auch das Leben. Auf dem Kanal Saint-Martin erinnern heute Abend Lichter an die Toten. Ein Jahr danach, es wird wieder Musik gemacht, die Bars und Restaurants sind voll. Nichts scheint sich geändert zu haben. Und doch ist alles anders. Überall Militär und Polizei, seit einem Jahr herrscht der Ausnahmezustand. Die Unbeschwertheit von einst gibt es für viele nicht mehr. Unsicherheit und die Angst vor neuen Anschlägen gehören inzwischen zum Alltag in Frankreich und ganz besonders in Paris. Auf tagesschau.de blicken wir mit einer Bilderstrecke auf die Anschläge in Paris zurück. Außerdem schildert eine ARD-Korrespondentin, die damals im Stade de France dabei war, in einem Blog ihre Eindrücke. Die Spitzen der Großen Koalition haben heute erneut über die Nachfolge von Bundespräsident Gauck beraten. Das Gespräch zwischen Bundeskanzlerin Merkel, CSU-Chef Seehofer und dem SPD-Vorsitzenden Gabriel im Kanzleramt dauerte etwa eine Dreiviertelstunde. Ein Ergebnis wurde nicht bekannt. Gabriel hatte Außenminister Steinmeier als Kandidaten für die Wahl am 12. Februar vorgeschlagen. Die Union nannte bisher öffentlich noch keinen Namen. Einzelheiten zur Kandidatensuche jetzt von Tina Hassel, Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios. Es bleibt weiter spannend. Die drei Parteivorsitzenden haben für heute Stillschweigen vereinbart. Das zeigt, eine Einigung ist noch immer möglich, vielleicht sogar wahrscheinlich. Dann aber auf Außenminister Steinmeier, denn die SPD bleibt bei ihrem Kandidaten. Morgen um 8.30 Uhr beraten nun zunächst die Präsidien von CDU und CSU in getrennten Telefonkonferenzen. Am Nachmittag trifft sich der Vorstand der Unionsfraktion ohnehin in Brüssel. Nach zahlreichen Absagen bleibt letztlich nur die Wahl, einen überzeugenden Unionskandidaten zu präsentieren, der mit den Stimmen der Grünen auch eine Mehrheit bekommt. Einen Grünen soll Merkel nicht wollen. Oder aber die Union erklärt doch zähneknirschend den beliebten Außenminister zum gemeinsamen Kandidaten nach dem Motto: lieber jetzt Unmut aus den eigenen Reihen als eine Niederlage kurz vor Beginn eines Superwahljahrs. Und damit zurück zu Jan Hofer. Die Grünen haben zum Abschluss des Parteitages in Münster klimapolitische Forderungen festgelegt. Sie wollen bis 2025 aus der Kohlenutzung aussteigen und von 2030 an keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr zulassen. Zuvor hatte der Vorsitzende Özdemir die Einladung von Daimler-Chef Zetsche gegen Kritik aus den eigenen Reihen verteidigt. Zetsche lehnte ein verbindliches Datum für ein Aus von Diesel- und Benzinmotoren ab. Dass es Proteste gegen den Auftritt geben würde, war auch Dieter Zetsche vorher klar. Der Konzernchef nahm es gelassen, wartete, bis es ruhiger wurde und gab sich dann betont bescheiden.
Ich glaube, wenn heftig gestritten wird, ob man miteinander sprechen darf, dann ist es vielleicht der beste Beleg dafür, dass man miteinander sprechen sollte. Zuvor hat ein sichtlich angespannter Parteichef Özdemir den Gegnern der Einladung Kleinmut vorgeworfen. Angst ist kein guter Ratgeber. Mit Angst gewinnst du keine Wahlen. Mit Angst veränderst du die Republik nicht. Mit Angst organisierst du keine Mehrheiten. Mit Angst brauchst du Windeln. Ich brauche keine Windeln, sondern wir brauchen Rückgrat, liebe Freundinnen und Freunde. Eine Wutrede, die ankam. Tatsächlich kamen in der Diskussion viele Streitthemen zur Sprache. Von manipulierten Abgaswerten über den Ausstieg aus Verbrennungsmotoren bis hin zu Rüstungsexporten in Golfstaaten. Aber auch Saudi-Arabien entscheiden nicht wir, welche außenpolitische Beziehung Deutschland zu Saudi-Arabien unterhält. Fraktionschef Hofreiter, der mit Özdemir um die Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl konkurriert, warf der Autoindustrie vor, die Entwicklung umweltfreundlicher Technologien gezielt zu blockieren. Lassen Sie Ihre Ingenieurinnen und Ingenieure arbeiten und lassen Sie Ihre Lobbyisten daheim. Dann haben Sie auch eine gute Zukunft hier bei uns und weltweit. Jubel für die Daimler-Kritiker, aber auch Blumen für den umstrittenen Gast. Der Eklat blieb aus, dafür wurde hart gestritten. Das ist auch ein persönlicher Erfolg für Parteichef Özdemir, der die Grünen für das kommende Wahljahr aus der Komfortzone der eigenen Milieus herausführen will. Die laufende Urwahl zur Spitzenkandidatur wird nun zeigen, ob ihm die Partei auf diesem Weg auch folgen möchte. Der künftige US-Präsident Trump will 2 bis 3 Millionen Einwanderer ohne gültige Papiere abschieben. Diese Größenordnung nannte er in seinem ersten Fernsehinterview nach der Wahl. Ausgewiesen werden sollen Drogendealer, Bandenmitglieder und andere straffällig gewordene Migranten. Im Wahlkampf hatte Trump noch angekündigt, alle schätzungsweise 11 Millionen Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis aus den USA abzuschieben. So sieht Demokratie aus, rufen sie. Auch in der vergangenen Nacht wurde im Land wieder gegen die Wahl von Donald Trump protestiert. Auch vor Trumps gerade erst eröffnetem Hotel in der Hauptstadt Washington versammelten sich die Gegner. Aufgebracht sind viele vor allem über Trumps Ankündigung, illegale Einwanderer deportieren zu lassen. Heute wurden vorab weitere Auszüge aus einem Interview bekannt, das Trump dem Sender CBS gegeben hat. Das ganze Interview wird heute zur besten Sendezeit in den USA ausgestrahlt. Trump äußert sich im Interview auch zum Thema Deportationen. Menschen, die kriminell sind, die eine kriminelle Vergangenheit haben, also Bandenmitglieder, Drogendealer, wahrscheinlich 2 Millionen, es könnten sogar 3 sein, die werden wir aus dem Land schaffen oder inhaftieren. Aber wir werden sie aus unserem Land schaffen, sie sind illegal hier. Parlamentssprecher Paul Ryan, einer der ranghöchsten Republikaner, sagte heute jedoch, es werde keine Massendeportationen geben. Das ist nicht unser Fokus. Wir wollen die Grenze sichern. Das ist die wichtigste Aufgabe. Wir planen keine Abschiebungspolizei. Auch Donald Trump plant das nicht. Nach einem wirklich ausgearbeiteten Plan klingt das noch nicht. Noch im Wahlkampf hatte Donald Trump zunächst damit gedroht, sämtliche 11 Millionen illegale Einwanderer abzuschieben. Jetzt spricht er von 2 bis 3 Millionen. So viele Illegale hat auch Präsident Obama in seinen 8 Jahren Amtszeit des Landes verwiesen. In Bulgarien hat der Kandidat der Opposition, Ex-General Roman Radev, die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen. Übereinstimmenden Prognosen zufolge holte der von den Sozialisten unterstützte Radev rund 58% der Stimmen. Damit liegt der russlandfreundliche Politiker deutlich vor der Kandidatin der Mitte-Rechts-Regierung, Zetska Zatscheva. Das Ergebnis könnte zu einer Regierungskrise führen. Ministerpräsident Borissow hatte angekündigt, im Falle einer Niederlage seiner Kandidatin zurückzutreten. Auch in der Republik Moldau stimmen die Bürger heute in einer Stichwahl über einen neuen Präsidenten ab. Favorit ist der Sozialist Dodon. Mit einem pro-russischen Programm hat er im ersten Wahlgang Ende Oktober rund 48% der Stimmen erzielt. Seine Gegenkandidatin, die liberale Politikerin Sandu, hat angekündigt, die Korruption bekämpfen zu wollen. Die ehemalige Sowjetrepublik Moldau hat knapp 3,5 Millionen Einwohner und liegt zwischen Rumänien und der Ukraine. Aussagekräftige Ergebnisse werden morgen erwartet. Im Irak hat die Armee offenbar die antike Stadt Nimrud von der Terrormiliz Islamischer Staat zurückerobert. Das Militär teilte mit, Regierungstruppen hätten die Stadt vom IS befreit und die irakische Flagge gehisst. Die Islamisten hatten Nimrud im Frühjahr 2015 eingenommen und zahlreiche der mehr als 3000 Jahre alten Kunstschätze zerstört. Menschenrechtler werfen allerdings auch Verbündeten der irakischen Truppen vor, Dörfer im Norden des Landes zu verwüsten. Laut der Organisation Human Rights Watch
sollen kurdische Sicherheitskräfte in mehr als 80 Ortschaften gezielt Häuser von Arabern zerstört haben. Betroffen seien Regionen, aus denen der IS zuvor vertrieben worden sei. Human Rights Watch stützt sich nach eigenen Angaben auf Beobachtungen vor Ort, Interviews und Satellitenbilder aus dem Zeitraum September 2014 bis Mai 2016. Kurdische Kämpfer im Einsatz im Nordirak. Die Peschmerga spielen seit Jahren eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Terrormiliz IS, wie hier vor der Stadt Mosul vor wenigen Tagen. Doch jetzt erhebt die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch schwere Vorwürfe. Laut ihrer Untersuchung zerstörten kurdische Sicherheitskräfte nach ihren Vorstößen gegen den IS immer wieder Häuser von arabischen Bewohnern, ohne militärischen Grund. Diese Satellitenbilder sollen zeigen, dass ganze arabische Dörfer dem Erdboden gleichgemacht wurden. Wir werfen den Sicherheitskräften der kurdischen Regionalregierung vor, dass sie ganz gezielt Häuser zerstört haben, die arabischen Bewohnern gehören, während sie die Häuser von kurdischen Bewohnern nicht zerstört haben. Und das ist ganz klar ein Kriegsverbrechen und das muss untersucht werden. Ähnliche Vorwürfe hatte schon Amnesty International erhoben. Nutzt die kurdische Regionalregierung also den Kampf gegen den IS, um Araber zu vertreiben und ihr Autonomiegebiet auszudehnen? Den Bericht von Human Rights Watch wies ein Sprecher der Regionalregierung heute gegenüber der ARD als ungenau zurück. Er berücksichtigt nicht die Umstände in der Kriegsregion und die Taktik des IS, etwa Sprengfallen inmitten von Häusern zu platzieren. Aber es ist nicht Politik der kurdischen Regionalregierung, arabisches Eigentum zu zerstören. Human Rights Watch fordert die Bundesregierung auf, Druck auf die kurdische Regionalregierung auszuüben, die Vorgänge aufzuklären. Denn die Bundesregierung unterstützt die Peschmerga mit Waffen. Neuseeland ist von einem heftigen Erdbeben erschüttert worden. Die Stärke wurde mit bis zu 7,9 angegeben. Mindestens 2 Menschen kamen ums Leben. Es entstanden Schäden an Gebäuden, Verkehrs- und Telefonverbindungen. Auch eine Tsunami-Warnung wurde herausgegeben. Das Epizentrum des Bebens lag etwa 90 Kilometer nördlich von Christchurch auf der Südinsel. Dort waren vor 5 Jahren bei einem Beben 185 Menschen ums Leben gekommen. Sie harren aus im Freien. Auch hier in der Hauptstadt Wellington auf der Nordinsel haben die Menschen das Beben zu spüren bekommen. Es ging eine ganze Weile. Es bebte erst nur ein bisschen, steigerte sich dann aber immer mehr, sagt dieser britische Tourist. Man konnte nicht durch den Raum laufen. Wir sind dann irgendwann raus, um zu gucken, wie es den anderen geht, ergänzt ihn seine Frau. Bilder der Verwüstung. Es war kurz nach Mitternacht Ortszeit, als auf der Südinsel die Erde zu beben begann. Das Epizentrum des schweren Bebens lag nördlich der Stadt Christchurch. Der neuseeländische Zivilschutz warnte zwischenzeitlich vor einem Tsunami. Die erste Welle traf den Angaben zufolge gegen 2 Uhr Ortszeit auf die Nordostküste der Südinsel. Via Twitter, aber auch im Fernsehen wurden die Menschen dazu aufgefordert, sich von Stränden fernzuhalten und sich in den besonders gefährdeten Küstenregionen in Sicherheit zu begeben. Die Behörden erwarten noch weitere Flutwellen, haben aber die Warnstufe herabgesetzt. Am Volkstrauertag ist heute an vielen Orten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht worden. Bei der zentralen Gedenkveranstaltung im Bundestag forderte der dänische Ministerpräsident Rasmussen die Europäer auf, Opfer von Konflikten und Unterdrückung zur Seite zu stehen. Zuvor hatte Bundespräsident Gauck zusammen mit Vertretern von Bundestag, Bundesrat, Regierung und Verfassungsgericht Kränze in der Neuen Wache in Berlin niedergelegt. In der Formel 1 ist die Entscheidung um den Weltmeistertitel vertagt worden. Mercedes-Pilot Nico Rosberg verpasste beim vorletzten Saisonrennen in Brasilien den Sieg. Es gewann sein Teamkollege und Titelkonkurrent Lewis Hamilton. Rosberg wurde Zweiter. Damit fällt die Entscheidung beim letzten Grand Prix in Abu Dhabi in 2 Wochen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 14. November. Die neue Woche beginnt unter Hochdruckeinfluss recht freundlich. Das Islandtief macht dem trockenen und kalten Wetter allerdings mit milder Luft und Regenwolken ein Ende. Heute Nacht gibt's im Südwesten und Westen noch Wolken und ein paar Tropfen oder Flocken, sonst verbreitet klar, mancherorts bildet sich Nebel. Morgen nach Nebelauflösung in vielen Regionen Sonne, später breiten sich von der Nordsee Wolken aus und bringen etwas Regen. Heute Nacht wieder verbreitet frostig bis minus 9 Grad im Erzgebirge. Dort morgen noch leichter Frost, am Rhein 5 bis 7 Grad.
Am Dienstag im Süden teils neblig, trüb teils freundlich, sonst gebietsweise Regen, im Bergland auch Schnee oder gefrierender Regen. Mittwoch und Donnerstag erwartet uns windiges Regenwetter, dabei wird es milder. Um 22.45 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen für Sie. Immer wieder die Bundespräsidentenfrage, Merkels Dilemma bei der Kandidatensuche und Rätselraten über Trump. EU-Außenminister beraten über die Folgen der US-Wahl. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.